großer, schlaksiger, ziemlich dürr. Er hat schon Kraft gehabt, so konnte schon mit anpacken, aber ziemlich groß. Ich glaube, die 2-Meter-Grenze irgendwo rum wird er gewesen sein. Noch größer, ein bisschen größer noch wie Billy. So dünnes, lockiges, blondes Haar, so also. So ein dreckiges Blond. Wellige Haare. Ist draußen nur im Anzug rumgerannt, so ein Programmierer war das. Ja, und immer wieder haben ihn Leute an ihre Rechner gelassen und immer wieder hat er dann auch irgendwie Dinger gedreht, sodass er sich an den Leuten bereichert hat. Dann also ein Betrüger, ne? Und er hat viel Unwissenheit von Leuten ausgenutzt. Auch sehr gut situiert, der hat richtig Kohle gehabt. So im Verhältnis zu allen anderen. Mit Arbeit oder so. Dem ging es richtig gut. Er hatte zwar auch irgendwas, Ermittlungen am Laufen wegen seinen Betrügereien, aber er hatte noch keine Verurteilung dafür. Also, ich glaube, der ist irgendwann mal dann zu so einer Gerichtsverhandlung gefahren und ist auch wiedergekommen. Also hat keine Haftstrafe gekriegt, sondern wurde zur Bewährung ausgesetzt, weil er ja schon in Therapie ist und die Betrügereien nur aufgrund seiner Sucht stattgefunden haben. Sonst hätte er das ja nicht gemacht. Aber wie gesagt, also das lag dem schon, Leute abziehen, so hintenrum. Für den war PC ganz normal, Standard. Alles geht über PC. Der konnte das gar nicht verstehen, dass man sich dafür nicht interessiert oder so, ne? Für Computertechnik. Wie kannst du nur? So, das darf nichts Fremdes sein. Damit kann man Geld verdienen, Junge. So, und es war für ihn eine bequeme Arbeit, ne? Und er, wie gesagt, recht schlau und das, ich weiß nicht, Programmierer ist, glaube ich, auch nochmal so ein eigener Schlag. Mensch, ich weiß gar nicht, was die da machen, Alter. Wie kommen die überhaupt auf sowas? Solche Befehle da einzugeben, dass am Ende so eine Seite entsteht oder was auch immer, ne? Das ist ganz weit weg für mich. Er fand halt lustig meine Bemerkung zum Computer. Ich weiß, wo an- und ausgeht und wo ich ihn verkaufen kann. Aber mehr interessiert mich daran nicht. So. Ja, und für ihn war das ganz normal Standardarbeit mit dem PC. Deswegen war fürs Haus irgendwann auch ganz schnell klar, der gehört an den Rechner. Er hat sich gefreut wie ein kleiner Junge, als Bürozeit für ihn angesagt war. Weiß nur ganz genau, grinsend durchs Haus gelaufen, tagelang. Sich über seinen neuen Job gefreut. Oh, Gott sei Dank keine Umzüge mehr fahren. Das war so der erste süchtige Krawattenträger, den ich kennengelernt habe, obwohl er noch recht jung auch war. Ne? Er war hoch um die 30, bisschen über 30 vielleicht. So 3, 4, 5 Jahre älter höchstens als ich. Der hat ja auch in so eine Truppe programmiert, der war ja nicht selbstständig. Ey. Der hatte irgendwie seinen Arbeitsplatz und das sind alle mit an. Das war für ihn Pflichtprogramm auch. Ne? Das ist so ein Privat dann im Haus ist er entschieden, so rumgerannt. Ne? Aber sobald irgendwie ein Termin war, wenn es nur zum Amt gehen war, irgendwas, wenn er irgendwas erledigt hat, ist er den Anzug ausgemacht. Ich dachte, bist du blöd? Lass dir den scheiß Anzug hängen, magst du doch nicht. Ja, aber das Bild. Und so, ich sag, ja klar, der Betrüger halt in ihm, ne? Direkt zeigen, was er nicht ist. So, das, weil auf den Anzug reagieren die meisten Leute erstmal positiv. Ist irgendwie so. Anstatt wenn du da in verwaschenen Jeanshose und Turnschuhe kommst. Der gleiche Typ, nur 2 verschiedene Paar Klamotten. Das macht ein ganz anderes Bild, ne? Ich fand das immer nur lustig. Wie man sowas freiwillig anziehen kann. Zu einer Hochzeit quäle ich mich in einen Anzug oder so, ja, aber sonst doch nicht. Und er hatte 5, 6, 7 Stück im Schrank, ne? Schöne Anzüge, auch teure Anzüge. Und für seine Größe auch alles musste zurechtgeschneidert werden. Das war nichts von der Stange, ne? In seiner Größe. Voll die langen Beine, voll die langen Arme, aber voll schlank. So, das ist eine Zwischengröße, die verändert werden muss, bestimmt. Der kam recht spät, so, da habe ich noch so am Rand, da war ich schon fast nur draußen, irgendwie habe ich meine Wohnung schon renoviert am Ende und so und da habe ich den so mitgekriegt im Haushalt. Ich war Haushältester, als er da war. Das war der allerletzte, der gekommen ist, bevor ich gegangen bin. Und bis dahin ist auch keiner gegangen, waren dann alle da. Und der ist mittlerweile auch dort, der hat sich auch eine Überdosis gesetzt. Der turnte hier auch noch eine Zeit lang rum, der hatte auch irgendwie eine Beziehung angefangen bei Aaron, auch mit einer Frau, die nach mir gekommen ist. Irgendwie als ich auch schon aus dem Haus raus war. Ja, und mit der war er dann ganz böse hier in der Stadt, hier in Osnabrück, auf
Alkohol und Pillen unterwegs und immer wieder auch Heroin. Immer die Schore auch noch dabei. Ich glaube, dann war er sogar noch mal im Substitutionsprogramm, hat Meta oder Polamidon gekriegt und trotzdem konstanten Beikonsum gehabt. Also die letzten Mal, als ich ihn getroffen habe, schon ewig, schon 8 Jahre oder noch länger, 10 Jahre her, als ich den das letzte Mal gesehen habe, da sah er nicht gut aus. Ja, ein dickes Motorrad noch gehabt und so, da war er gerade im Begriff, das zu verkaufen. Zum Turn, hat keine Kohle mehr. Meine Rückfall, wir haben seine Wege und meine Wege haben sich in unseren Rückfallzeiten, also als ich draußen war, rückfällig geworden bin, habe ich den draußen auch dann ab und zu gesehen. Bei Leuten, Stoff kaufen und so. Ne? Der kam auch nicht aus Osnabrück. Keiner von denen kam aus Osnabrück, nicht einer. Es ist auch schwer, in deiner Stadt eine Therapie zu machen. Wo deine ganze Suchtkarriere ist, also die hatten bestimmt auch mal Leute vorher und jetzt bestimmt danach auch noch, die aus Osnabrück kamen, aber das ist eigentlich ein unerwünschtes Ding. Wenn du dich als Osnabrücker bei Aaron Osnabrück bewirbst, schicken die dich im Normalfall nach Bremen und andersrum, weil das einfach sinnvoller ist. So. Anstatt. Zumindest um erstmal den Abstand zu gewinnen. Wenn man sich dann wieder zurückorientiert und gesichert ist und alles vorbereitet hat, gut, dann kann das, mag das klappen, aber eher nicht. Ja. Das habe ich irgendwann auch am Rande mitgekriegt, dass der gestorben ist. Auch eine Überdosis. Ist ja auch überdosiert. Ich glaube, der Heinz, der lag damals noch 3 oder 4 Tage im Koma, der ist die Lunge kollabiert oder so. Und dann ist er gestorben an dieser Überdosis, halt auch mit Pellen aufgekocht und so, ne. Bleibt die, hört die Atmung einfach auf und so ein Scheiß, ne. Erstickt man dann, so genau weiß ich es auch nicht, was dann genau passiert im Körper. Aber ja, eine ganze Menge gestorben aus der Zeit, in den letzten 10 Jahren. Ungefähr so hatte ich mir das bei den Hannover-Leuten vorgestellt. Aber da ist die Totenzahl erstaunlich gering.